Endlich wach. Können wir noch mal über gestern Abend reden? Natürlich erst, wenn du deinen ersten Kaffee-Entus hast. Ich habe Frühstück gemacht. Weißt du, es ist ganz simpel. Ich mache mir einfach Sorgen, wenn du die ganze Nacht wegbleibst. Ich bin 18 und das war nicht das erste Mal, dass ich weg war. Am Wochenende ist das was anderes. Außerdem möchte ich nicht, dass du mich anlügst. Ich habe dich nicht angelogen. Ich war nicht mit Ansgar unterwegs. Ich zieh doch nicht mit meinem eigenen... mit dem um die Häuser. Ich hab dich doch gesehen mit ihm im Schneiders. Ansgar hat uns nur auf die Gästeliste gesetzt. Ich war mit Miriam alleine weg. Warum glaubst du mir das denn nicht? Natürlich glaube ich dir. Ich mache mir einfach Sorgen. Worüber denn? Naja, worüber sich ein Vater eben Sorgen macht, wenn die Tochter die ganze Nacht wegbleibt. Dass dir etwas passiert, dass du an die falschen Leute gerätst. Dass ich an die falschen Leute gerate? Ey, komm. Hier geht es doch nur um Ansgar. Du willst mich von ihm fernhalten. Wenigstens steht er dazu, dass ich seine Tochter bin. Wer sagt denn, dass ich nicht zu dir stehe? Ich hab dich doch gehört, als du es Frau von Leinstein erzählt hast. Kim ist nicht mein Kind. Sie ist es nie gewesen. Das hast du ganz falsch verstanden. Das habe ich ganz anders gemeint. Was gibt es da denn falsch zu verstehen? Es stimmt doch. Ja, es stimmt, dass du nicht meine leibliche Tochter bist. Aber ich liebe dich doch wie meine eigene Tochter. Und daran wird sich nie etwas ändern. Kim, du wirst immer meine Tochter sein. Schön, dass du dir da so sicher bist. Ich bin es mir nämlich nicht mehr. Justus! Nochmal immer, wenn man ihn braucht. Er ist draußen und bespricht mit dem Gärtner den Zuschnitt der Magnolien. Ah, danke. Finden Sie das eigentlich in Ordnung? Kim ist gerade mal 18. Sie sollte sich unter der Woche nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Dann war die Party also ein Erfolg. Freut mich für Kim. Sie halten es also für angemessen, sich hier als großen Gönner aufzuspielen. Ein Sportwagen, Kreditkarte, Clubs. Mein Gott, das sind nur mal die Dinge, die man sich mit 18 am wenigsten leisten kann, aber am meisten zu brauchen glaubt. Sie haben doch gar keine Ahnung, was Kim gut tut, was sie braucht und was ihr ein Vater geben sollte. Jetzt machen Sie mal halblang. Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass sie in diesen Club rein kann. Das ist wohl kein Verbrechen. Sie meinen also, Vater sein bedeutet, dass einen Mädchenaugen dankbar anlächeln. Sie sind noch erbärmlich, als ich dachte. Sagen Sie, ich kann mich ja täuschen, aber könnte es sein, dass jemand ein Problem damit hat, wenn Kim feiern geht? Natürlich nicht. Wir machen uns Sorgen um Sie. Und wir haben allen Grund dazu. Ach, das sind Sie ja nicht die Einzigen. Ich werde das hier mit Ihnen sicher nicht besprechen. Was denn? Warum denn nicht? Immerhin sind wir beide doch Kims Eltern. Was wird denn das jetzt? Ein Rollenspiel? Vom Sugar Daddy zum verantwortungsvollen Erziehungsberechtigten? Sie müssen schon entschuldigen, aber ich habe den Eindruck, dass ich Kim schon ziemlich nahe bin, ja. Nicht näher als ein Haustier vielleicht. Glauben Sie wirklich, Ihr Geld und Ihre tollen Kontakte reichen aus, um Kims Herz zu gewinnen? Jetzt weiß ich ja immerhin, was mich vom Haustier unterscheidet. Geld und Kontakte. An das, was Kim und Thomas miteinander verbindet, werden Sie im Leben nicht herankommen. Und wenn Sie noch so viel Geld ausgeben. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Verdammt nochmal, ich will doch Kim genauso helfen wie Sie. Ich sehe doch, dass sie sich von einer dummen Aktion in die nächste stürzt. Aber Ihretwegen geht es ihr doch so schlecht. Nicht meinetwegen, sondern wegen Ihrer Lüge. Wenn Sie ihr von Anfang an die Wahrheit gesagt hätten, wäre alles ganz anders gelaufen. Es ist, wie es ist. Und Ihre Hilfe brauchen wir bestimmt nicht. Ja. Darf ich? Klar. Ich habe Ansgar getroffen, auf dem Schloss. Er sah nicht so aus, als hätte er die ganze Nacht durchgemacht. Sag ich doch. Aber du willst mir ja nicht glauben. Das war nicht richtig, stimmt. Aber ganz so genau hast du es mit der Wahrheit auch nicht genommen. Du wärst doch vollkommen ausgerastet, wenn ich dir erzählt hätte, dass Ansgar uns geholfen hat, in den Club zu kommen. Kann sein, ja. Und das wäre dann ebenfalls ein Fehler gewesen. Ich muss lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte kein Problem mit dieser Situation.
Aber es ist nun mal, wie es ist. Du hast zwei Väter. Und ich kann auch gut verstehen, wenn du Ansgar von Lahnstein ein bisschen näher kennenlernen möchtest. Du kannst ihn doch überhaupt nicht leiden. Das muss ich auch nicht. Hauptsache ist, dass du ihn magst. Ich möchte nur nicht, dass du mich belügst. Wenn du dich mit ihm triffst, dass du mir dann irgendwelche Geschichten erzählst. Können wir uns darauf einigen? Das heißt, es ist für dich okay? Ja, ist es. Kim, was für eine Überraschung. Setz dich doch. Ja. Gab's Ärger? Ich meine, mit deinem Vater? Ach so, nee, mit Papa. Ist alles okay. Ja. Ich bin eigentlich wegen dir da. Ah, in geheimer Mission. Hochoffiziell. Ja, ich will schließlich mehr von dir lernen als nur Poker. Möchtest du vielleicht Zucker oder Milch? Nimmst du auch, oder? Ich trinke meistens schwarz, aber... Achso, nee, ich auch, ja. Nico! Was Neues von unserem Freund Bus? Nein, nichts. Willst du ihn nicht mehr anrufen? Der wird sich schon melden, wenn er geeignete Statuen gefunden hat. Kambodscha ist voll davon. Was soll daran so schwierig sein? Kim war vorhin hier. Sie will mehr Zeit mit mir verbringen. Schön, das ist doch das, was du immer wolltest. Naja, es ist zumindest ein Anfang. Ich meine, Ausflüge, Besuche auf dem Schloss, sehe ich aus wie jemand, der die zweite Geige spielt. Immerhin spielt sie überhaupt eine Geige. Vor ein paar Tagen wollte sie noch nichts mit dir zu tun haben. Richtig. Wenn es so weitergeht, hat Papa Wolf bald ausgespielt.